In diesem Beitrag möchte ich auf eine Frage eingehen von einem Zuschauer auf YouTube, der vor vielen Jahren einmal in einem meiner Triggerpunkt-Workshops in Köln als Teilnehmer dabei war. Und ich erinnere mich vage daran, dass wir auch nicht nur über Triggerpunkte gesprochen haben, sondern auch über das Thema unbewusste, unterdrückte Gefühle, zum Beispiel Wut, und dass sich Schmerzen verbessern können, wenn diese unterdrückten Gefühle durchlebt werden, das erste Mal bewusst gemacht werden. Einfach deswegen, weil sie in vielen Fällen Kernursache sein können für Schmerz. Und dieser Teilnehmer von damals hat eines meiner Videos gesehen und hat gesagt, das hört sich ja an wie Dr. Sano, ob ich da mal schon mal was von gehört habe. Er hat viele Bücher über Rückenschmerzen geschrieben. Und da möchte ich jetzt einfach ganz kurz drauf eingehen und ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe von Dr. Sano natürlich schon gehört, habe auch seine Bücher gelesen, das Buch hier, The Divided Mind. Ich halte das mal in die Kamera und hoffe, dass es scharf gestellt wird. Und auch noch ein anderes Buch von ihm, was heißt Healing Back Pain. Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Die habe ich gelesen und die haben mir auch ganz gut gefallen. Eine Sache, die mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, war, dass das Ganze sehr, sehr dogmatisch ist. Dr. Sano war, er lebt ja nun nicht mehr, kein Freund mehr von Physiotherapie. Wenn es um das Thema Schmerzen geht, hat das komplett später in seinem Leben abgelehnt, weil er gesagt hat, das Einzige, was den Schmerz nachher auslöst, ist unterdrückte, aufgestaute, unbewusste Emotion. Und das ist mir etwas zu dogmatisch. Und ich möchte jetzt erklären, warum ich finde, dass selbst wenn er recht hat, dass Körperarbeit trotzdem sehr hilfreich sein kann. Ich habe mir hier ein paar Notizen dazu gemacht und habe geschrieben, nur als Notiz für mich, also selbst wenn er recht hat, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Psyche immer die Ursache für Schmerzen ist, weil die Psyche natürlich das Nervensystem beeinflusst, den Muskeltonus beeinflusst und somit auch zu Veränderungen im mechanischen und chemischen Milieu des Körpers führen kann und somit natürlich auch Zustände auslösen kann, die von unseren Nozizeptoren als Warnsignale empfunden werden, ans Rückenmark, ins Gehirn geleitet werden und im Gehirn dann als Gefahr und somit auch als Schmerz interpretiert werden. Selbst wenn das so wäre, was ist, wenn man gerade nicht mit diesen Gefühlen in Kontakt kommen kann? Was, wenn man keinen Platz bekommt bei einem Psychotherapeuten, zu dem man vielleicht gerne gehen würde? Was, wenn einem im Moment die Ressourcen im Leben fehlen, um sich mit diesen manchmal doch schwerwiegenden Themen, die man mit sich herumträgt, zu beschäftigen? Was, wenn er recht hat und das alles nur Psyche ist, was ich nicht zu 100% unterschreiben würde, zu einem Großteil, aber nicht zu 100%. Warum sollen wir nicht durch körperliche Arbeit, ganz egal, ob es Triggerpunktarbeit ist, ob es mehr Arbeit mit dem Nervensystem ist, aktiv wie Feldenkrais, ob es mehr Dehn- und Atemübungen sind, wie wir sie im Yoga finden, warum soll ich nicht damit auch arbeiten und dann auf körperlicher Ebene mir diese Methoden als Hilfsmittel nehmen, die wirken wie ein natürliches Schmerzmittel. Sie beseitigen vielleicht nicht die Ursache, aber können dennoch Symptome lindern und einfach dann dazu beitragen, dass es mir einfach zu einem gewissen Grad besser geht. Warum sollte ich das ablehnen? Das macht für mich keinen Sinn. Das habe ich mir da aufgeschrieben. Generell bin ich immer sehr vorsichtig, wenn etwas schwarz oder weiß sein soll. Nur das eine oder das andere. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Das ist mir nämlich in meinem ganzen Leben noch nie passiert, dass das eine die einzige Wahrheit ist und alles andere falsch. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Im Endeffekt habe ich mir noch aufgeschrieben,
bin ich einfach der Meinung, man sollte das tun, was einem hilft. Es kann sehr wohl sein, dass wir hier dann auch Placebo-Effekte haben, die am Werk sind, weil man von der einen oder anderen Methode sehr überzeugt ist, die sich jeglicher wissenschaftlicher Basis entzieht und es überhaupt keine Beweise für die Effektivität dieser Methode gibt oder dieses Medikaments. Aber wenn jemand so stark daran glaubt, dass es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird und einem dann tatsächlich hilft, ist es natürlich auch aus rein wissenschaftlicher Sicht, funktioniert es nicht, aber für diesen Mensch funktioniert es dann eben doch, nur eben nicht über den Mechanismus, der propagiert wurde. Aber wo ist dann für den betreffenden Menschen, der eine Linderung seiner Symptome erfahren hat, das Problem? Ich jedenfalls sehe da keins. Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf ein anderes Buch aufmerksam machen, auf ein Buch, was ich persönlich deutlich besser finde als das von Herrn Sano. Und zwar ein Buch von Hildegund Heinl und Peter Heinl, das heißt Körperschmerz, Seelenschmerz. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Buch, was auch nochmal die psychosomatischen Dynamiken ein bisschen auf ganz einfach verständliche Arten und Weisen verdeutlicht. Und wie, was auch Dr. Sano schreibt, er schreibt nur von wutunterdrückten Gefühlen, hier geht es mehr um traumatische Erlebnisse, die vielleicht etwas ins Unbewusste gerückt sind, wie das Aufarbeiten dieser Erlebnisse zu einer Linderung von Schmerzen führen kann, ist unglaublich spannend. Möchte ich jedem ans Herz legen, vor allem Leuten, die unter oder an chronischen Schmerzen leiden, weil ich der Meinung bin, dass dieser Aspekt, sich mit seiner Seele und seinem Geist und seiner Psyche zu befassen, doch ein ganz elementarer Baustein, ganz wichtiger Baustein bei der Linderung und Genesung von chronischen Schmerzen sein kann. Und wenn ihr Interesse habt, auf körperlicher Ebene selbst aktiv zu werden, an muskulären Auslösefaktoren zu arbeiten für Schmerzen am gesamten Körper, im gesamten Körper, ganz egal, ob das Kopfschmerzen sind, Kieferschmerzen, Brustschmerzen, Armschmerzen, Fingerschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Fuß-, Wadenschmerzen, Knieschmerzen, egal wo am ganzen Körper, dann schaut euch doch einfach mal einen großen Online-Kurs an für den gesamten Körper, denn dort findet ihr Selbstmassageanleitungen für eine Vielzahl an Schmerzen, Symptomen und Bewegungseinschränkungen am gesamten Körper mit ganz detaillierten Videoanleitungen, wie ihr diese Schmerzen in den Griff bekommen könnt, indem ihr die richtigen Muskeln und Triggerpunkte selbst behandelt. Darauf wollte ich euch noch kurz aufmerksam machen. Gut, dann bin ich am Ende dieses Videos angelangt. Bedanke mich für deine Zeit und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend. Bis bald.